Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, wir reisen weiter in der Türkei. Zuerst mal in die Stadt Diyarbakir. Und da tauchen wir ein bisschen ein in die Kultur. Nachher geht's in die Berge hoch. Und zwar haben da ganz antike Männer von früher, vor 2000 Jahren, ihre Denkmale errichtet. Und ja, daran soll das erinnern, dass die mal gelebt haben. Der Antiochus unter anderem. Da gehen wir rein. Ja, und andere Sehenswürdigkeiten. Und dann zum Schluss fängt es an mit den Erdbebengebieten. Wir fahren dann, das sind dann hunderte von Kilometer, muss man durchs Erdbebengebiet fahren. Und da sehen wir dann doch schreckliche Zustände. Und ja, das ist aber nur der erste Teil. Im nächsten Video wird da noch einiges mehr darüber berichtet. Okay, viel Spaß beim Schauen und bis später. Unsere Reise geht weiter nach Diyarbakir, in eine Altstadt. Da fahren wir hin durch diese wunderschöne Landschaft. Ach, ich genieße das Grün wieder. Das ist eine Augenweide. Hier kann man noch auf der Stadtmauer spazieren, ohne dass jemand ein Geländer gebaut hat, sondern einfach frei, wie man möchte. Wir sind in der Stadt angekommen. Da gibt es eine Stadtmauer und hier sind wir vermutlich in der Karawanserei, wo früher die Händler übernachtet haben. Also der René möchte sich gerne eine Angelrute kaufen für seine Schweizer Flagge. Aber mit Translator und nicht verstehen und ganz vielen Menschen in diesem winzigen Laden dauert das jetzt ungefähr eine halbe Stunde schon. Der Hund wartet draußen. Tja, was man da auf dem Bazar so alles entdeckt, das ist ein Kaffee. Ein ehemaliges Hammam, umgebaut wie im Iran zu einem Kaffee mit Liveband. Oh, ist das schön. Lässt er uns noch da in das ehemalige Hammam. Ah, das ist Geschichte, hä? Guckt euch das an. Der Raum ist noch unbenutzt. Okay. Oh, das tönt dann gut. Er hat mich da hochgeschickt. Und das ist ja Wahnsinn. Der hörte diesen Ton. Ich stehe da in der Mitte dieses Raumes und das ist eine Tonkulisse sondergleichen. Bühne für den René, jetzt geht's los. Halleluja. Das ist dein Echo. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Das ist History. Zwei konnten nicht warten. Wir sind mitten im Suk. Ja, das erinnert mich gerade an Iran. Einfach toll. Immer wieder finden wir schöne Innenhöfe. Yalla, yalla, yalla.
Wozu man so eine Angelrute alle verwenden kann. René beschäftigt schon wieder die Jugend. Hey, gib mal rein. Wir sind im Tourismusbüro und hier gibt es immer freies Singen für Männer. Die Eila hat sich versteckt da hinten. Die Moschee. Wir wandeln hier weiter durch die Gassen unter diesen wunderschönen Dekos. Ein Kaffee neben dem anderen in wunderschönen Innenhöfen. Also es ist wirklich hier zu empfehlen. Wieder mal ein Innenhof mit alter Architektur. Die Hunde sind immer das Highlight. Und ich muss sagen, die Türken sind extrem freundlich auch zu den Hunden. So macht man hier Fruchteis in der Türkei. Mit Zerschlagen der Fruchtstückchen. Oder werden das Röllchen? Eisröllchen? Sieht ja toll aus. Türkischer Reiter auf stolzem Pferd. Hallo. Der hat uns hier gerade erwischt beim Kaffee trinken. Ist der hübsch. Und er präsentiert uns auch noch gleich den tollen Säbel, den er dabei hat. Ja, Wahnsinn. Volle Montur. Oh, Menschi! Vamos! Ja! Ja, macht das Spaß, gell? Ja, wieder mal Wiese. So, wir standen jetzt hier gute zwei Nächte an diesem schönen Platz. Natürlich erstmal Müll zusammennehmen, aber schön am Fluss und es war wunderschön. Abends kommen halt Leute, dafür gibt es dann immer Essen. Aber egal, sonst ist man am Tag ziemlich alleine. Wir sind weiter unterwegs. Und das ist das Ziel, nämlich Dagi, einen Berg, einen speziellen Berg. Ab jetzt wird es ein bisschen gebirgig. Wir fahren zu einem Schlafplatz am Nemrut-Dagi-Berg. Und das muss natürlich am Flussufer sein. Also offroad runter zum Flussufer. Gebirge seit langem wieder nach Nemrut Dagi, wie gesagt, haben unten übernachtet und jetzt wunderschöne Aussicht. Also es geht ganz schön hoch, da oben ist dieser künstlich aufgeschüttete Berg, so die Bergspitze. So, wir sind jetzt auf dem Berg Nemrut.
Und mit dieser wunderbaren Aussicht hinter mir natürlich. Und da oben gehen wir jetzt hin, das ist dieser aufgeschüttete Wall. Und stehen tun wir da. So, man läuft da hoch, es windet so extrem stark. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht allzu schlimm. Equipment habe ich natürlich. Und mir kommt es vor, wie wenn ich auf den Ätna hochlaufe. Erinnerungen werden wach. Vor etwa 4-5 Jahren war ich auf dem Ätna. Könnt ihr auch ein Video sehen von Sizilien. Sehr interessant. Auf 3000 Meter am Kraterrand. Und der hat gespuckt. Ah, da müssen wir hoch. Es ist arschkalt. Es windet wie die Sau. So, mitten im Sturm. Hier ein bisschen windgeschützt. Das ist der Berg, den Antiochus, etwa ungefähr so 40-30 vor Christus, gebaut hat. Nicht er, seine Sklaven vermutlich. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, woher er dieses Gestein nahm. Weil unterhalb hat es nicht so viel. Also von irgendwo. Also das ist das Grabmal von Antiochus. Und die Figuren ohne Köpfe, die Köpfe sind jetzt unten, das sind die Götter, verschiedene Götter halt von der griechischen Mythologie und auch von der persischen. Aber da oben stürmt es so extrem. Tja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite hier nochmal das Gleiche, aber es weht ein Sturm. Gestern war es zwar noch schlimmer, da sind wir unten geblieben. Also ich empfehle euch, legt eine Kappe an und schützt die Ohren, weil mir schmerzen die Ohren schon. Ich muss die mit der Hand abdecken. So, wir gehen mal wieder runter. Obwohl die Aussicht fantastisch ist, aber es ist arschkalt. Hier sind wir gerade windgeschützt. Ich habe da schon mal was in die Ohren gestopft, weil die Ohren... Tut mir echt weh, wenn es so windet. So, jetzt geht's wieder runter. So, wenn man etwas weiter fährt von diesem Berg Nemrut nach Arsemia, dann findet man die Sommerresidenz von dem König, wie hieß er schon wieder? Antiochus, genau, und da auch die Spuren von ihm. So, hier war die Sommerresidenz von Antiochus, der Gründer auch der Stadt Antiochien. Die heißt natürlich heute anders. Da kommt natürlich ein Tourguide mit den wenigen englischen Wörtern. Also, hier ist die Vorratskammer. Es ist alles ausgehöhlt. Da geht es senkrecht runter in diese Vorratskammer. Und da scheint ein bisschen Licht rein. Ja. So, an einer anderen Stelle. Lauter Inschriften. Der Herr Kühler und der Atikus. Und da die nächste Höhle. Das geht tief runter. Mal rausfinden, was da unten ist. Der Tunnel soll wohl ein Fluchttunnel gewesen sein. 158 Meter lang, aber nicht fertig gebaut.
Eine alte osmanische Brücke. Oh, schön. Schlafplatzsuche hier an diesem schönen Fluss. Eine römische Brücke aus dem 3. Jahrhundert. Ah, das ist Architektur. Aha, sogar noch Inschriften. Das ist der Ausblick von der Brücke. Guck mal das an, der Felsen. Sieht aus, wie in der Straße hochgeht. Diese beiden Säulen auf der Brücke sind gewidmet dem Septimus Severus und seiner Frau Julia Domna Suetulari, die hier als romanischer Imperior und Empress of the Time bezeichnet wurden. Da gibt es Inschriften, die sind ausführlich auch beschrieben und hier werden die beiden verehrt. Morgenspaziergang mit türkischer Begleitung. Diese anatolischen Hirtenhunde schließen sich uns immer auch gleich an, sind ganz freundlich, wenn man ihnen auch freundlich begegnet. Und zu dem großen Rüden, der da gerade mitgelaufen ist, gehört noch dieses kleine Hundemädchen, die ist nämlich noch jung. Die ist ja so süß. Große. Wir fahren jetzt auf Kleinstraße zum nächsten Ziel. Ja, hier blüht es mit Mohnblumen auf dem Weg zu einer römischen Ausgrabungsstätte. Mit solchen Monsterstufen schnaufen wir hier den Berg hoch. So, wie im nächsten Ziel angelangt, hier ist eine römische Ausgrabung, Stätte, da waren Wohnungen in den Felsen hineingebaut, da sieht man eine Tür, alles ist ein bisschen weit unten. Tja, so hat man gewohnt. So, da drüben hat es noch mehr. Wie seht's? Ach, die gehen baden, die zwei. Ah, Wasserreservoir, hä? So, hier ist dann wohl der Friedhof. Hier sind Gräber. Auf der anderen Seite auch lauter Gräber. Ich meine, das war alles mal zugewachsen. Was man da sieht. Interessant, die Sarah war auch da offenbar. Und da sieht man, da hat man angefangen, wie sie das gemacht haben. So, und hier ist wohl das interessanteste Grab, nehme ich mal an. Da gehen wir jetzt mal rein. Jawohl. Auch ein Grab. Familiengrab. Ah, die sind platt, weil es ist heiß. Ich schätze mal, dass sie hier gelebt haben. Ah, da ist eine Zisterne. Das Loch haben wir gesehen. So, da geht's runter. Da gehen wir auch mal runter. Oh, jetzt verschwinden alle im Loch. Jetzt geht's runter in die Zisterne. So, dann gehen wir da mal runter. Ui, richtig tief. Da kann man schön runter. Komm in, Team. Ah, das geht richtig in den Boden hinein. Oh, krass, ey. Jetzt sind wir unten. Aha. Wasser als keins mehr.
Da ist der Schacht. Ja, komm, sie will nicht. Ah, schön kühl da unten. Komm, Inchi, komm. Jo, fein. Komm, jo, fein. Jo, komm, Inchi, komm. Jo, fein, Inchi. Komm, Inchi, fein. Geht wieder raus. Senkrecht fast nach oben die Treppen. Krass, was die unter der Erde alles bauen hier. Da unten ist der Abgang zum Wasserreservoir und hier haben sie gelebt. Ganz schön viel Arbeit, diesen Stein zu behauen. Die Stätte heißt Necropolis of Perin oder Pere. Ja, interessant. Gibt noch mehr zu sehen. So, wieder eine Grabstätte. Oh, da liegen noch welche drin. Lassen wir mal. Schön kühl da. So, da ist ein Kollege. Dann haben wir den nächsten Kollegen. Die waren noch nicht so groß. Hä? Draußen ist es warm, wie man deutlich an den Hunden sieht. Und wir hier in dieser Grabstätte haben es schön kühl. So, richtig interessant. Jetzt tief rein, Doppelkammer. Und last but not least, noch einen. Also gewaltig, was die da alles runtergegraben haben, da. Etwa 3 Meter geht es da runter, dann wieder hoch. Jetzt weiß ich nicht, ist das nur Grabstätte oder beides lebten die da. Wie auch immer. Gräber auf jeden Fall. So, das letzte jetzt aber. He? In dieser Grabstätte hier hat es tiefere Einbuchtungen, 3 Stück. Und hier wohnen jetzt auch die Schwalben drin. Ja, die Angie kriegt gar nicht genug vom Klettern hier, so wie ich. Guckt auch in jedes Loch. Ach, wie lieb ist das? Da kommt diese alte Dame und bringt uns eine Flasche Wasser. Gleich in der Nähe in Google markiert so ein alter römischer Quelle. Oh, schönes Wasser kommt da raus. Ah, herrlich. Schule aus in der Türkei und der Schulbus bringt die Kinder in die Dörfer. Direkt hier an einem römischen Brunnen. Wow. Wir fahren durch Adıyaman und überall finden sich Zelte, wohl aus Flüchtlingszeiten oder jetzt noch aktuell. So langsam kommen wir dem Erdbebengebiet näher, weil es gibt da immer mehr Zelte. Wir sind gerade in Adıyaman. Und mal schauen. Ja, und hier treffen wir auch gleich auf die ersten geschädigten Häuser. Also hier ist wohl einiges mal zusammengestürzt bei dem Erdbeben. Sieht ganz schön wüst aus.
es gibt immer mehr Häuser, die da kaputt sind, so langsam. Aber wir sind erst noch am Anfang. Da sieht man, wie diese Häuser gebaut waren, aber die sind natürlich auch nicht ganz so stabil vielleicht gewesen. Krass. Also die Stadt scheint in Ausnahmezustand zu sein. Überall sind so mobile Stationen aufgestellt, weil vieles, die Infrastruktur kaputt ist. Hier stehen noch völlig unbeschädigte Gebäude wegen neben Gebäuden, die nicht mehr bewohnbar sind, je nach Bauweise ganz unterschiedlich. Das war vor dem Erdbeben in Adıyaman wohl mal ein Kindergarten. Glücklicherweise steht das Gebäude noch, aber baulich sind das natürlich Ruinen. Also wir fahren hier durch einen Straßenzug, in dem wirklich jedes Haus jetzt einen Schaden hat. Leider, leider. Quasi das gleiche Bild. Container um Container, um verschiedene Geschäfte zu ersetzen, die wohl alle kaputt gegangen sind. Das Wir sind in Gombasi und überall dasselbe Bild. Container, notbedürftig, dann Zelte. Die Menschen leben teilweise in Zelten, wenn die Häuser kaputt sind, und es sind viele Häuser kaputt. Zum Glück die meisten nicht eingestürzt. Hier eine ganze Containerstadt errichtet. Die erstreckt sich über mehrere hundert Meter. Also hunderte von Containern, der Schutt ist bereits teilweise schon weggebracht worden. So, dann machen wir mal einen Schnitt. Also das nächste Video, das widmet sich nur diesen Erdbebengebieten. Wir besuchen da nämlich ein spezielles Dorf, haben da abgemacht mit jemandem, der da schon lange hilft. Und ich wurde angefragt, ich soll doch da auch mal hingehen und berichten. Und das tue ich dann im nächsten Video. Okay, schön wart ihr dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder hinterlasst einen Kommentar. Wie auch immer, wir sehen uns und tschüss.